Ich weiß, welches Spiel man mit den 8 GB GPUs spielen kann. Jenga! Willkommen auf dem 8 GB Gipfel. Die 8 GB Karten haben sich nun als Ladenhüter entpuppt. Auf meinen Factory verkaufen sich gerade kaum GPUs. AMD stichelt gegen den geringen Videospeicher von Nvidia und kontert mit einem Benchmark. Das neue Cyberpunk 2077 Update lässt die Systemanforderungen gegenüber den alten Anforderungen explodieren. Außerdem sind Gerüchte über Windows 12 aufgetaucht. Willkommen also zu den PCGH-News dieser Woche. Der Verkauf der Grafikkarten befindet sich auf einem Allzeittief, wie das Marktforschungsunternehmen John Paddy Research vor einigen Tagen ermittelte. Das spiegelten auch die Statistiken beim deutschen Online-Händler Mindfactory wider. Passenderweise fasst der Twitter-Nutzer Tech Epiphany die Verkaufszahlen bei Mindfactory regelmäßig Woche für Woche zusammen. Dabei kommen vor allem die Neuveröffentlichungen in Form der GeForce RTX 4060 Ti 8 GB und Radeon RX 7600 schlecht weg, denn deren Einfluss auf das Marktgeschehen hält sich in Grenzen. In den vergangenen beiden Wochen stieg die Zahl der verkauften Grafikkarten wieder spürbar über die 2700 an, nachdem die Kalenderwoche 20 den bisherigen Tiefpunkt im Jahr markiert hatte. In der abgelaufenen Woche liegt die Zahl abgesetzter GPUs bei knapp 2400 Stück. Es geht daher wieder bergab. Nvidia sitzt nach einiger Zeit wieder fest im Sattel, was den direkten Schlagabtausch angeht, und ist bei den verkauften Einheiten knapp vorn sowie beim Umsatz deutlich. In der Kalenderwoche 23 sind 1060 Grafikkarten auf Seiten AMDs mit einem durchschnittlichen Preis von 534 Euro verkauft worden. Bei Nvidia waren das ca. 1300 Grafikkarten zu 750 Euro. Bei den spezifischen Custom Designs belegt Nvidia mit der gleichzeitig derzeit beliebtesten GeForce RTX 4070 den ersten und zweiten Platz. Zum einen mit der Gigabyte RTX 4070 Gaming OC und zum anderen mit der MSI RTX 4070 Gaming X Trio. Platz 3 gehört der XFX RX 6700 XT Speedster SWFT 309. Derweil hat sich zudem der Trend etabliert, dass die Top 10 der meistverkauften GPUs kein Modell mehr mit 8 GB Grafikspeicher führt, ausgenommen die Radeon RX 6600, die mit ihrem geringen Preis besticht. Wo sind aber die neuen Mittelklassekarten von Nvidia und AMD? Die GeForce RTX 4060 Ti wurde in der Kalenderwoche 23 zumindest 100 Mal verkauft, womit sie es dann doch beinahe in die Top 10 geschafft hätte. Die Radeon RX 7600 befindet sich mit 30 verkauften Einheiten eher darunter. Derzeit lässt sich sicher sagen, dass das zweite Quartal 2023 für den Grafikkartenmarkt wohl kein gutes werden wird, da man in den verbleibenden beiden Wochen nicht mit einer drastischen Verbesserung der Marktlage rechnen sollte. Die hitzige Diskussion, welche Menge an Grafikspeicher insbesondere für höhere Auflösungen an WQHD ausreichend ist, hatte durch den Release der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti und der GeForce RTX 4060 wieder einmal deutlich an Fahrt aufgenommen. Die mit jeweils nur 8 GB GDDR6 an einem vergleichsweise eher schmalen Speicherinterface ausgerüsteten Mittelklasse-Grafikkarten haben ihrerseits zuletzt auch nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass das Thema Grafikspeicher zu einer Art von Streitfall unter Spielern verkommen ist. Nvidia ging erst in die Offensive und begründete seinen Verzicht auf höhere Speicherkapazitäten durch effizienteres Ressourcenmanagement im Vergleich mit vergangenen GeForce-Generationen. AMD kontert jetzt und spart nicht mit Helme. Wie AMD mit dem Beitrag Importance of VRAM when gaming at 1440p in 2023 unterstreicht, sieht der Hersteller sich insbesondere ab einer Auflösung von WQHD mit 2560x1440 Bildpunkten deutlich im Vorteil gegenüber Nvidia. Diese Szenarien setzen laut AMD mindestens 12 GB Grafikspeicher voraus, die der Hersteller bereits mit der Radeon RX 6700 XT und 6750 XT bieten kann. Abseits der großen GeForce RTX 4060 Ti mit 16 GB, die mit einem nicht ganz so unwesentlichen Aufpreis von 110 Euro zur beschnittenen GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GB durchaus teuer bezahlt werden muss, hat Nvidia seiner gesamten bisherigen Mittelklasse einen Side- oder gar Downgrade in Sachen Grafikspeicher verpasst. In Herstellerbenchmarks hält sich der Leistungszuwachs im Hinblick auf pure Rasterleistung stark in Grenzen, weshalb einmal mehr DLSS 3 als neues Aushängeschild herhalten muss. Aber nicht nur bei den Themen VRAM pro Euro und FPS pro Euro sieht sich AMD besser aufgestellt. Auch bei der Qualität möchte der Hersteller Nvidia ein Schnippchen schlagen und insbesondere den Spielern ein besseres Angebot machen können. Insbesondere die GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GB nimmt AMD ins Visier und weist darauf hin, dass Nvidias neue Mittelklasse-Grafikkarten speziell in hohen Detailstufen die Qualität der Texturen herunterfahren muss, da ihr der Grafikspeicher ausgeht. Ein Umstand, den Spieler ab einer Radeon RX 6700 nicht befürchten müssen, so AMD.
Nvidia hingegen argumentiert, dass bei der GeForce RTX 4060 Ti im Vergleich zu der RTX 3060 Ti von 4 auf jetzt 32 MB sowie bei der GeForce RTX 4060 im Vergleich zur RTX 3060 von 3 auf jetzt 24 MB angewachsenen L2 Cache und das optimierte Speichersubsystem die neue Generation nochmals deutlich effizienter mit dem zur Verfügung stehenden VRAM aushalten lässt. Ganz besonders im Preisbereich von 349 bis 999 US-Dollar, also angefangen bei der Radeon RX 6700 XT bis hinauf zur Radeon RX 7900 XT, möchte AMD dem Spieler im Hinblick auf Grafikspeicher das bessere Angebot machen können. Man muss berücksichtigen, dass AMD bei seinen Angaben und Vergleichen bewusst auf Aspekte wie Rasterleistung und Raytracing verzichtet und damit nur die halbe Wahrheit liefert. Dennoch sollen Spieler 2023 selbst für Full HD nicht mehr zu einer Grafikkarte mit nur 8 GB Grafikspeicher greifen. Weitere Infos dazu findet ihr in unserem Video dazu. Mit Phantom Liberty, der ersten und einzigen Erweiterung für Cyberpunk 2077, möchte CD Projekt Red die Ketten der alten Konsolengeneration sprengen und technisch die Möglichkeiten aktueller PCs und Konsolen ausreizen. Wie fallen die nun aktualisierten Systemanforderungen für Phantom Liberty aus? CD Projekt Red erklärt dazu, dass die Änderungen nach dem nächsten Update des Grundspiels in Kraft treten, frühestens in 90 Tagen, und sie gelten eben für das Originalspiel, aber auch für Phantom Liberty. Im Gegensatz zu den originalen Systemanforderungen wird WQHD nicht mehr berücksichtigt, nur noch Full HD oder UHD. Ohne Raytracing-Effekte braucht es für Phantom Liberty minimal 70 GB freien SSD-Platz und 12 GB Arbeitsspeicher. Dazu kommt eine Grafikkarte mit 6 GB VRAM. Als CPU braucht es einen Core i7-6700 bzw. einen Ryzen 5 1600. Als Grafikkarte eine GTX 1060 6 GB oder eine RX 580 8 GB oder eine ARC A380. Das Ganze soll dann für 30 FPS, Full HD und Low-Grafik-Details reichen. Im Vergleich fielen die alten Mindestanforderungen deutlich geringer aus. Für die Erweiterung braucht es schon deutlich mehr, um Full HD mit 60 FPS und Hochgrafik-Details zu schaffen. 16 GB RAM, 8 GB VRAM, ein Core i7-12700 oder Ryzen 7 7800 werden hier zu nennen. Moment, den 7800 gibt es noch gar nicht. Gemeint sein dürfte entweder ein Ryzen 7 5800X oder ein Ryzen 7 7700X. Auf der Grafikkartenseite steht schon eine RTX 2080 Super, eine RX 5700 XT oder eine ARC A770. Doch es geht noch eine Stufe höher, ohne Raytracing. Für Ultra-Grafik-Details, Ultra-HD und 60 FPS braucht es dann eine 70 GB SSD mit NVMe, ein Core i9 12900, ein Ryzen 9 7900X. Dazu kommen eine RTX 3080 mit 12 GB und Radeon RX 7900 XTX, die schnellste Radeon also. 20 GB Arbeitsspeicher und 12 GB VRAM wären noch zu nennen. Doch welche Anforderungen hat Cyberpunk 2077 Phantom Liberty mit Raytracing oder gar Path Tracing? Der Einstieg mit Raytracing auf niedrig in 1080p und 30 FPS lässt sich noch aus einer Kombi aus Core i7 9700 bzw. Ryzen 5 5600 im Zusammenspiel mit einer RX 2060 oder einer RX 6800 XT bzw. einer ARC A750 bewältigen. Dazu kommen 8 GB VRAM bzw. 16 GB RAM als Anforderungen. In Raytracing Ultra in 1080p und 60 FPS braucht es dann aber ein Core i9 12900 bzw. einen Ryzen 9 7900X sowie eine RTX 3080 Ti bzw. eine RX 7900 XTX, 12 GB VRAM und 20 GB RAM zusammen mit einer 70 GB SSD mit NVMe stehen zu Buche. Für die Raytracing Overdrive Version, also Path Tracing, muss für Ultra HD und 60 FPS noch mehr aufgefahren werden. Und Frame Generation ist Pflicht. 16 GB VRAM, 24 GB Arbeitsspeicher und eine RTX 4080 werden gefordert. Die restlichen Anforderungen bleiben bestehen. Zum Vergleich, beim originalen Cyberpunk 2077 war das Maximum noch Raytracing Ultra mit UHD-Auflösung. Dafür brauchte es einen Core i7 6700, ein Ryzen 5 3600 sowie eine RTX 3080 mit 10 GB plus 16 GB Arbeitsspeicher. Die offiziellen Systemanforderungen sind also seit dem originalen Spiel erheblich gestiegen. Die krassesten Unterschiede gibt es bei den Prozessoren, aber natürlich auch bei Grafikkarten. Aber Cyberpunk 2077 hat sich vor allem beim Raytracing auch deutlich optisch weiterentwickelt. Zur Build-Entwickler-Konferenz hatte Microsoft am 23. und 24. Mai Neuerungen in Windows 11 vorgestellt. In einer Session sollte der Windows- und Hardware-Chef Panos Panay über die nächste Generation von Windows sprechen. Letztlich ist diese geplante Veranstaltung ausgefallen, doch die Gerüchteküche ist sich sicher, dass damit eigentlich nur Windows 12 gemeint sein kann. Als eine mögliche Neuerung könnte es eine Art schwebende Taskleiste geben.
die sich an beliebiger Stelle auf dem Desktop platzieren lässt. Als weiteres neues Feature können KI-Tools auf Basis von ChatGPT stärker eingebunden werden. Bereits in diesem Jahr hält in Windows 11 ein KI-Copilot auf Basis von ChatGPT Einzug. Der optionale Windows-Copilot soll auch bei Fragen zum Betriebssystem helfen. Mit einem Klick darauf öffnet sich eine Seitenleiste und man kann loschatten. Analog zu Bing mit GPT-4 kann man mit diesem Copiloten laut Microsoft nicht nur Fragen stellen für die nächste Reise, sondern das Tool soll auch beim Umgang mit Windows behilflich sein. Etwa wenn man wissen möchte, wo sich eine Einstellung versteckt. Im Zusammenspiel mit Microsoft 365 kann man sich zudem etwa Zusammenfassungen von einer E-Mail-Konversation erstellen lassen. Ab Juni läuft die Testphase zum KI-Copiloten für Windows 11 im Windows Insider-Programm. Zudem soll der Snap-Assistent künftig dank KI-Unterstützung zum Smart Snap werden. Manche Leaker glauben, dass Windows 12 im Jahr 2024 erscheinen könnte. Das aktuelle Windows 11 gibt es seit Oktober 2021. Noch bis Oktober 2025 erhält Windows 10 Updates. In Version 23H2 lässt sich die Gruppierung von Apps auf Wunsch wieder aufheben. Jedes geöffnete App-Fenster hat dann wieder sein eigenes Icon in der Taskleiste. Zudem hält ein KI-Copilot auf Basis von ChatGPT Einzug. Der Reigen an Neuerungen wird künftig um einen neuen Datei-Explorer sowie von integriertem Support für RAR-Dateien ergänzt. Danke euch fürs Reinschauen. Bei uns war auch wieder viel los die Woche. Schaut gerne in unsere neuesten Videos rein und lasst uns gerne einen Daumen da. Haut also rein und bis zum nächsten Mal.